Man sieht es Horst Blume an. Die Babybegrüßung gehört zu seinen schönsten Aufgaben als Barlebens Ortsbürgermeister. Diesmal sind die neuen Barleber Tim Henrik Tambach, Emma Lemke, Isabella Pavlis, Henry Kock und Noel Pankonien. Gemeinsam mit ihren Eltern waren sie ins Barleber Rathaus gekommen, um hier das Begrüßungsgeld in Empfang zu nehmen. Der 500-Euro-Schein ist das Wichtigste an der Gabe der Gemeinde. Dazu kommen noch liebevoll gestrickte Babyschuhchen, ein Kleckerlatz mit Barlebenwappen und Pflegeprodukte. Ortsbürgermeister Blume hob in seiner kurzen Ansprache hervor, dass in Barleben jedes Kind einen Krippenplatz bekommen kann und dass die, die heute Neubarleber sind, womöglich in 50 Jahren helfen werden, wenn 1000 Jahre Barleben gefeiert wird.